Alles fängt noch ziemlich entspannt an mit unserem Hauptcharakter Taki in einer verdammt cool aussehenden Bar. Ich meine ernsthaft, sieht das für euch nicht auch so aus, als könnte man hier tonnenweise vom allerfeinsten kolumbianischen Nasenpuder kaufen? In dieser Bar klärt sich Taki auch gleich jemanden und macht sich mit ihr zusammen direkt auf den Weg für ein wenig Sexy Time. You got it. Oh, ist wohl einer dieser Anime. I'm afraid you woke up to the truth a little too late. Oh, es war einer dieser Anime. Oh. Nachdem Taki beinahe seinen Wiener abgeschnitten bekommt, schneidet der Film zum nächsten Tag auf seiner Arbeit, bei der er erklärt, dass er als Tarnung als Elektronikverkäufer arbeitet. Auf dem Weg zu einem wichtigen Gespräch mit seinem Boss wird er dann aufs Herbste von seinem Mitarbeiter gedisst. Think you better find yourself another sucker. I don't think I could find a bigger sucker than you. In der darauffolgenden Szene spricht Taki mit seinem Boss, der natürlich so ein klischeehaftes Minigolf-Ding in seinem Büro hat, wie jeder gute Boss, der zu viel Geld verdient, um tatsächlich zu arbeiten, und die meiste Zeit damit verbringt, bei seiner Sekretärin zu landen und betrunken von seinem Büro nach Hause zu fahren, um ein wenig gute alte häusliche Gewalt zu verüben. Aber ich komme vom Thema ab. Zusammengefasst spricht er mit Taki darüber, dass der Friedensvertrag mit der Black World kurz vor dem Auslaufen steht und deswegen immer mehr Kreaturen, die in dem Film Radicals genannt werden, also wie diese Spinnenlady, die mich absolut fertig macht, illegal in die Welt der Menschen kommen. Deswegen wurde Taki als einer der Black Guard dafür ausgewählt, einen VIP, der unersetzbar für die Unterzeichnung des neuen Friedensvertrags ist, zu beschützen. Allerdings wird er das nicht alleine tun, sondern mit der Hilfe einer weiteren Blackguard, die sogar aus der Black World stammt. Untermalt wird das Gespräch am Ende von geschmeidiger 80er Jahre Synthesizer-Musik. Allerdings werde ich wie die meisten Frauen in ihrem Sexleben schon nach 10 Sekunden damit enttäuscht, dass die Musik schlagartig wieder endet. Zu meinem Trost folgt aber eine der coolsten Stellen des Films, bei der Taki am Flughafen ist und versucht, den VIP und seine Partnerin für den Job zu treffen. Besonders in dieser Szene fällt auch sehr der Neo-Noir-Stil auf, den der Film rüberbringt. Alles ist in Rot und Blau gehüllt und erzeugt somit eingekranzter Farbblätter ein echt cooles Feeling. Wahrscheinlich steht auch das ganze Blau und Rot für die Trennung der Welt der Menschen und die der Black World. Aber genug von dem Schulvertragszeug und weiter damit, dass Taki den Arsch versohlt bekommt von zwei Agenten der Black World, nur um diesen dann von seiner Partnerin Maki gerettet zu bekommen. Zusammen treffen sie dann auf den VIP Mayat und ja, der ist einfach ein kleiner, perverser Mini-Muten-Roshi, der aus irgendeinem Grund ein Triforce von The Legend of Zelda auf seinem Jogginganzug hat. Was? Hat nicht jeder sowas in seinem Kleiderschrank? Als nächstes bringen sie Mayat in ein Versteck, das mit einer Psycho-Barriere versehen ist, damit niemand von der Black World eindringen kann. In dem Versteck selbst tritt dann wieder diese Ruhe vor dem Sturmatmosphäre auf, die der Film so gut drauf hat, während Taki entspannt Schach spielt und natürlich auch dabei versagt. Emotional, dammit! Letztendlich hält diese tolle Psychbarriere natürlich einen Scheiß auf und ein Radical greift Taki und seinen Schachpartner an. Nachdem Takis Freund seinen zweitliebsten Schachamt verliert, ist unser Protagonist mal wieder unnütz wie immer und macht ein kurzes Nickerchen, während der Radical seine Partnerin besiegt und diese gegen ihren Willen vernaschen will. Aber dann erinnert sich Taki daran, dass er als Hauptcharakter auch mal gewinnen muss und macht dann aus dem Radical mal eben kurz Schweizer Käse. Und heilige Scheiße, was für ein Rückschuss hat seine Knarre denn? Die Wand hinter ihm ist sogar zerstört. Ist das so ein Man in Black Grillending? Während all dem Trubel macht sich Mayat mit dem Badezimmerfenster schwuppdabub aus dem Staub und Taki gibt uns den guten alten. Oh boy, here we go again. Natürlich, wo denn auch sonst, geht unser VIP aka Minimuten Roshi ins Bordell und lässt sich verwöhnen. I'm honored that you're so pleased. Oh, sieht wohl aus, als würde ich das wohl doch noch brauchen. What's happening here? Your tits. Boah, leck mir doch am Zuckerli. Wie soll man nach diesem Film jemals wieder einer Frau vertrauen? Taki, pull him out. That's what she said. Nachdem sie Mayat von dem Medical gerettet haben, sind sie auf dem Weg in ein spezielles Krankenhaus, um ihn heilen zu lassen. Jedoch werden sie von einem weiteren Radical aufgehalten, der in Mayats Körper eingepflanzt wurde, als er im Bordell war. Während sich der Radical mit Maki vergnügt, haut Taki mit dem Willen seiner Partnerin ab, um den VIP sicher ins Krankenhaus zu bringen. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Bin das nur ich oder sieht der Weihnachtsmann aus wie ein Doktor? Oh. Bin das nur ich oder sieht der Doktor aus wie der Weihnachtsmann? Im Krankenhaus erholt sich Mayat und Taki bekommt von der Black World gezeigt, wie Maki nach Strich und Faden durchgenudelt wird, weil er anscheinend mit dem falschen Kopf denkt, lässt er Mayat stehen, um seine Partnerin zu retten. What do you think about that?
Come back here, you! Yeah, I'll piss on you and the horse you rode in on! Am Entführungsort angekommen, sieht Taki, wie die Liebe seines Lebens von mehreren Hodenkobolden gleichzeitig reingenommen wird und denkt sich, nah, warum eingreifen? Ich guck mir das Ganze noch ganz entspannt vom Türraum aus an. Nee, ich hab gelernt. Ganz ehrlich, ich hab's ja gewusst. Drückt nicht mal im Ansatz aus, was ich gerade fühle. Mein Gesichtsausdruck ist entweder wie der von Taki gerade. Was zur Hölle. Zur Abwechslung ist Taki mal nicht nutzlos und kommt den Verführungsversuch des Radicals sogar. Und macht auch noch alle anderen Blackworld-Typen mit seiner Supernova-Knarre platt. Bossman selbst erledigt er mit nur einem Schuss in die Kauleiste, da seine Haut immun gegen die Schüsse ist. Zurück im Krankenhaus werden beide von der Blackguard gefeuert, weil sie Mayard allein gelassen haben. Doch dieser versteckt sich natürlich auf dem Rücksitz. Kurz darauf greift sie die Spinnenalte wieder an und schlägt beide bewusstlos. Zu ihrem Glück wird diese aber von einem blauen Strahl einfach aus dem Nichts umgelegt. Maki und Taki, was für eine dumme Namenskombo. Beide wachen splitterfasernackt in einer Kirche auf und verarbeiten das gerade Geschehene erstmal mit einer gemütlichen Runde Matratzensport. Danach kommt das Wurmding von Feuer wieder, doch Mayard kommt rein und macht es fertig, um dann zu erklären, dass in Wirklichkeit er dazu da ist, die beiden zu beschützen und nicht umgekehrt. Denn beide haben die seltene Fähigkeit, ein gemischtes Kind zwischen Blackworld und der Menschenrasse zu zeugen, weswegen sie den Friedensvertrag unterzeichnen müssen und mit ihrem Kind hoffentlich eine neue, bessere Welt erschaffen oder irgendwie sowas. Problematisch ist nur, dass Bossman doch nicht tot war und sich in einen Resident Evil Boss verwandelt. Weder Taki noch Mayard hat eine Chance gegen ihn, auch wenn Mayard ihn zu einem Einhorn macht. Aber zum Glück hat Maki, dadurch, dass sie jetzt schwanger ist, Ultra-Instinct-Level erreicht, weswegen sie Bossman einfach dem Erdboden gleich macht. Am Ende ist natürlich alles gut. Happy End, easy peasy, lemon squeezy. Zusammengefasst hat der Film ein tolles Neo-Noir-Farbspiel und der Kontrast zwischen ruhigen und mysteriösen Momenten zu den brutalen und actiongeladenen Szenen ist großartig gemacht. Allerdings würde ich den Film nur Leuten mit starkem Magen empfehlen. Oder Perversen. Jetzt muss ich aber erstmal diesen Film loswerden, bevor er mich noch mehr korrumpiert. Oder Gott steh mir bei, meine Mutter ihn findet.